Jo Leute, willkommen zurück zu Gran Fantasia. Wir befinden uns in Red Ridge und da habe ich bis jetzt nicht eine einzige Quest, deswegen habe ich mir gedacht, versuchen wir uns einfach mal an allen Quests hier und gucken mal, wie weit wir jetzt mal in so einer halben Stunde kommen. So. Im Gebiet, was von 18 bis 24 empfohlen wird. Mit Level 39 sollte ich also keine Probleme hier haben. Einmal den killen. So. Wow, der hält sowas aus. Also diese Minibosse, wie gesagt, wenn ihr die seht und euch nicht, selbst wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr ihn schon besiegt habt oder nicht, einfach mal kaputt klatschen. Ist halt auf jeden Fall ein Vorteil. Gibt auch Ansehen. So, einmal ab. Training. Warum ich Level 39 geworden bin, kann ich im Übrigen erklären. Das liegt daran, dass ich durch die Quests, die ich beim Farmen halt abgegeben habe, ah, stimmt, das war der Tote. Richtig, ich erinnere mich an die Quest. Dass man beim Farm halt gut was an Erfahrung bekommt. Und theoretisch wäre es sogar möglich, das habe ich mir so überlegt. Man muss nie aus der Stadt raus, um Level 100 zu werden. Man könnte theoretisch nur damit Erfahrung farmen. Weil die Erfahrung ist auch nicht so schlecht, die man da bekommt. Aber ich kann es niemandem empfehlen. Also im Moment 5% von meinem Level. Okay. Passt. Danke. Das sind... Was habe ich bekommen? Ist eigentlich egal, was gelb ist, ne? Scheiße. Ja, ich brauche die grünen. Moment, das sind alles Reps, aber ich habe doch aus Versehen. Okay, gut, dann halt nicht. Was brauche ich denn hierfür? Steam Corporation. Moment, was gibt's denn noch eigentlich da so? Nee, das habe ich schon. Und ansonsten. Adventurer weg. Aber der ist nicht mehr der stärkste. Also, ich bräuchte jetzt inzwischen mindestens 12er. Besser wären eigentlich sogar mehr. Okay. Okay, dann holen wir uns mal die Poseidon-Statue. So, da unten hier ist Sinister Karzak, ist die Questreihe, müsste es zumindest sein. Zumindest eine Reihe. Und ich werde trotzdem auch alle Nebenquests hier machen. Nicht nur die Hauptquest. Hier gibt es auch eine Instanz auf der Map. Ups, nein. Nein, du gehst collecten und die anderen gehen trainieren. Verdammt. So, du gib mir mal dein Leben. Aber ich wollte gerade sagen, im Normalfall müsste das nahezu sofort kommen. So, train und collect. Im Moment haben wir es halt. Moment. What? Was ist der denn? Otori is not in the scene. What? Wo ist der denn dann? Tatja Relics. Ist der denn? Ah, Moment, ist der. Ist der das?
Trainieren schicken. Collecten schicken. Ist er das? Ja, das ist er. Ja, das ist er. Komischerweise gibt es durchaus mal Quests, wo man in ein Low-Gebiet wieder zurück muss, also in ein loweres Gebiet. Deswegen macht es teilweise Sinn, schon mal vorher zu gucken. Ach, Gott im Himmel. Ich sowieso so nichts von den beiden. Ich möchte aber noch nicht hier weitermachen. Ich möchte erst... bei Red Ridge weitermachen. Das heißt, ich kann jetzt auch bei Bookmarks The Red Land. Okay. Ich wollte gerade sagen, man bleibt nämlich erstmal ewig auf den Feldern. Also hinten die ganzen Wespen muss man zigmal kaputt kloppen. Aber wirklich sehr, sehr oft. Jo. Nein. Ja. Toxic. Und... Du. Und... Du. Und... Du. Und du. So. Im Endeffekt kann ich auch einfach alles liegen lassen. Das ist nicht ganz so tragisch. Wichtig ist halt nur, dass ich eigentlich an einem Ort stehe, wo schön viel nachspawnt. So, zack. Questen ist halt deshalb auch wichtig, weil es halt auch wieder Reputation gibt. Und gerade jetzt am Anfang ist die noch so super wichtig. Später gibt es halt Möglichkeiten, über andere Sachen Reputation zu bekommen. Aber erst einmal ist das unsere Hauptanlaufstelle für Ansehen-Farm. Nämlich Questen. So, Kekse. Wir collecten. Du brauchst auch einen Keks. Na gut. So, Klaus. Talk to Vern. Erstmal gehen wir. Also, wie gesagt, ich mache das jetzt von oben nach unten. Village Chief Son. Ich glaube, das ist sogar die Hauptquest. Das ist nur eine normale Questreihe. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine. Also, Village Chief Son. Kann auch sein, dass das die. Dass das die Inni-Quest-Reihe ist. Also man kriegt immer eine Questreihe, die man abschließen muss, damit man in die Instanz reinkommt bzw. da weiterkommt. Bei den Endboss kriegt man immer nur dann gezeigt, wenn man die Questreihe vorher komplett abgeschlossen hat. So. Ich muss wirklich einmal kurz gucken, ob ich mich nicht irre. Ne, ist es. Also das hier müsste Deserted Temple sein. Das müsste danach die Echo-Höhle sein. Echo Cave, ja. Und dann fangen wir schon mit dem Mutated an. Mutated Prairie Cave. Boss in File Find Spire. Erste Floor, zweite Floor. Okay. Okay, Moment. Also hier ist die Instanz nochmal so am Rande. Und hier ist der Kurze hochgegangen und hat seine Toybox verbuddelt. Mutig. Mutig, Junge.
Okay, collect. Und gehen wir wieder sammeln. So. Ach, das war eine kurze. Weil Mimi klingt so ein bisschen nach einem Mädel. Egal. Ah, Moment. Ich kann jetzt trotzdem mal zu Ölzufahren gehen. Einmal das. Und einmal das. Da ich aber volle Questanzahl habe. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hab volle Quest. Muss ich erstmal gucken, dass ich eine andere Quest abschließe. Bevor ich die jetzt mache. Okay. So. Gib ihm. Train. Stuff. Also ich könnte ihn jetzt freilassen. Theoretisch. Das werde ich auch tun, sobald ich alle Stäbe wirklich habe, die ich brauche. Sehr schön. Zack. Aufsetzen auf die Liste und dahin. Okay. Sobald ich alle Stäbe habe, wird er auch freigelassen. Aber erst halt dann und nicht vorher. Okay, komm, gehst du auf Rot? Leider nicht. Diese blöden Moskitos. Ich glaube, da gab es nachher sogar Unterschiede. Oder vertue ich mich gerade wieder mit einer anderen Map? Passiert mir. Passiert mir. Ich weiß, dass es dann irgendwo die einen waren. Waren lila, gelb. Die anderen. Gelb-lila mit roten Stachel, mit grünem Stachel oder irgendwie sowas. Also, das ist teilweise richtig bekackt, da muss man teilweise echt auf die Namen gucken. So, zack. Bloodthirsty Archer. Wann kommen eigentlich die Flure? Die sind auch noch mal ganz witzig. Aber da muss ich mal gucken, wann die kommen. Ups, die Albtraumflure. Für alle, die sich fragen, welche Flure ich meine. Und wer nicht weiß, was die Albtraumflure sind, dann müsst ihr warten. Das ist eine Art Instanz, wo man halt in einen Raum reinkommt und da dann irgendwie meistens erstmal nur kämpfen und dann irgendwie nach, ich glaube, 5 oder 10 muss man irgendeinen Scheiß machen. Wirklich irgendeinen Scheiß. Und ich glaube, das erste war das mit den dann Glibberhasen, die alle unterschiedlich heißen und wild durcheinander laufen. Muss man dann einen von rauspicken, einen nach dem anderen und muss die dann erledigen. Dann kriegt man einen Buff und dann muss man die in der richtigen Reihenfolge besiegt haben. Das ist echt ätzend. Also das ist wirklich eine der Sachen, die mich richtig hart angekotzt haben. Genauso gut gab es da irgendwas, wenn man den Raum geklärt hatte, dass da so Kugeln erscheinen und da muss man in die Ecken rennen und da irgendwen anquatschen und die Kugeln machen irgendwie mal 20.000 Schaden. Also man ist eigentlich fast immer instant tot. Es ist teilweise witzig, aber halt auch nur, wenn man erstens weiß, was man zu tun hat und auch nur im Team. Und man kann das alleine machen, aber ich finde es echt witziger, wenn man es zu zweit, zu dritt viert macht. Das ist witziger. So, Hallöchen. Zack, zack. Hab dich. Und connect. Nee, train.
Boah, ihr frisst mir die Haare vom Kopf, ey. Hattest du nicht gerade erst einen Keks? So, wie gesagt. Wird langsam. Wir kommen langsam in Bereiche, wo das so viel an Stamina kostet, dass die halt wirklich jedes Mal eigentlich einen Keks brauchen. Mal einen Billigkekse. Es gibt später Möglichkeiten, wesentlich viel mehr zu den wieder an Stamina zurückzugeben. Kostet dann halt mehr. Achso. Okay. Keine Ahnung, was das für ein Zauber war, aber... Ach, die Magic Rocket. Und du, du, und... Du. Oh, ist das eine Rap oder ist das eine Quest? Also Raps, da bin ich kein Fan von. Quests, wie gesagt, alle mitnehmen. Alle mitnehmen. So, zack. Take a break. Und... Kippt um. So. Sammelquests sind im Übrigen später das Lieblingsding von allen Leuten. Das machen alle immer total gerne. Weil nachher die Droprate auf einmal, keine Ahnung, nicht jeder droppt das Questteil, sondern vielleicht so jeder fünfte Gegner, wenn man Glück hat. Und dann braucht man auch nicht nur 10 oder 20 davon. Da braucht man dann halt mal fast 40, fast 50 von irgendeinem beschissenen Gegenstand. Und man sich fragt, ja, okay, warum keine einfache Killquest? Das ist wirklich so. Also da gibt es durchaus welche, die mega nervig sind. Die super nervig sind. Und selbst Killquests sind nachher richtig scheiße. So, collect. Wow. Entschuldigt. So. Train. Nee. Das ist... Sinister Kalvak. Voll. Ich bin schon öfter mal hier hochgelaufen. Das weiß ich noch, aber. Ah. Ja, die typische, hey, du musst irgendwas kaputt kloppen, Quest. Ich hätte jetzt gerade mal den ganzen Müll verkaufen können. Okay. Von mir aus. Ich müsste mal ein paar Rüstungen verzaubern. Glaube ich. Ach, warum geht der denn jetzt collecten? Ist der denn doof? Zack. Kaputt. Ach, kippt um. So. Hier sind leider nicht so viele davon. Da drüben ist eins. Das ist das zweite. Da oben wird eins sein. Irgendwo halt. Naja, greift mich mal an und vergiftet euch selbst. Wo sind denn noch welche? Ah, Moment. Hinter mir müsste eins sein. Hier, da. Wow, an einem Zelt dran. Okay. Da oben ist im Übrigen der Boss der Piraten. Ah.
Keine Ahnung, hier müsste. Ah, da drüben ist eins. Hier müsste auch eins sein. Oder ist das hier oben? Nee. Genau hier. Müsste eins sein. Kann sein, dass ich das schon kaputt habe. Und das hier ist schon wieder respawned. Das können wir kaputt schießen. Oh, stimmt, wo ich jetzt die Viecher gerade sehe. Ja, so Quests. Ja, so Quests muss ich auch auf jeden Fall noch machen. Da brauche ich aber jemanden für. So. Also, es ist eine Instanz, die ist super geil. Also, was heißt Instanz? Das ist eine Quest. Die ist super geil. Weil es auch scheißegal ist, ob man High Level oder Low Level ist. Die kann jeder machen. Die kann wirklich jeder machen und jeder hat die gleichen Probleme da. Es ist super, das Ding. Also Yasuo-Quests sind richtig cool. So, Train. Moment. Das müsste es... Ne, das ist der Puckhelfer. Das hier müsste das Reittier sein. Warum habe ich das jetzt eigentlich direkt gemacht? Eigentlich wäre der dran gewesen. Na egal. Du kriegst jetzt erstmal einen Keks. Kekschen. Na, 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 Kekschen. So, du kriegst jetzt auch mal einen Keks. The Dark Side, we have cookies. Warum schicke ich den jetzt trainieren? Das ist eine gute Frage, die ich euch leider nicht beantworten kann. Aber schön, dass es... Ja, das war klar, das ist die für den Mini-Boss. Die Quest-Reihe. Okay, so, Moment. Das müsstest du doch sein. Sorry, don't, make sure you have talked to General Sir Raymond. Red Scorpion's Poisons. Okay. Aha. Aha. Okay. 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 Krieg ich dafür was? Ich glaube nicht. Wow. Wow. Was ein Drecksack. Warum kriege ich denn dafür nichts? Was ist denn das für eine bescheuerte Quest? Na, Essence of Earth. Naja. So. Ich muss mich mal wieder hinsetzen und muss auseinandernehmen. Salvage. Okay. So. Was soll ich? Blue Ridge Scorpion? Also die grauen. Pass du mal bitte auf, danke. Ja, ja. Gib mir deinen Stuff. Und erledigt. So, da hinten noch. Boah, 14 Stück muss ich davon besiegen.
Leck mich hart. So. Aber wie gesagt, die Questreihen werden da, beziehungsweise die Quests, das werden halt jetzt unheimlich viel sein, gerade für den Anfang. Man kriegt auch immer mehr dazu. Über die Zeit hinweg. Okay, Trial Additional Team. Ist wer? Keine Ahnung. Oh, ich muss die Mountain Scorpions auch killen. Ah, okay, für die Village Chief Son Quest Reihe. So. Die ist durch. Dann ist die jetzt auch durch. Ah, okay, das ist die Buchrab gewesen. Okay. Dann das. Das ist. Ah, okay. Jetzt muss ich nochmal Bloody was. Was Quito killen. Hätte ich das mal eher gewusst. Collect Curse Treatment. Ich werde erst die Buch-Rap machen. Vor allem, ist das eigentlich eine Rap oder ist das nur eine Quest? Ich glaube, die kann man wiederholen. Also Raps sind Quests, die man wiederholen kann. Also repeatable Quests. Ich sag, also wenn ich immer irgendwas sage und dann Fragen entstehen, warum, was das überhaupt ist, mal nachfragen. Weil eigentlich darf ich davon nicht ausgehen, dass jeder immer alles weiß, was so normal ist in MMOs. So. Moment. Wo sind denn dann Bloody? Sind die weiter. Sind das die weiter hinten? Nee, das. Ja, das sind die weiter hinten. So. Ja, genau die meine ich. Also die kann man noch relativ gut auseinanderhalten. Die einen sind braun, die anderen sind lila, also das geht noch. Das geht noch ziemlich gut, denke ich. So, was nimmst du denn als nächstes auseinander? Ja, leider Gottes die. Zack, Sandworm. So. Gib ihm. Wie gesagt. Normalerweise hat man den Vorteil mit einer Buchquest, dass die relativ begleitend ist. Deswegen eigentlich ist es gescheit, die jetzt gerade zu killen, weil ich muss hundertprozentig hier nochmal hin. Hier hinten nochmal raus, also das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich hier nochmal hin muss. Aber ist egal. So, ich meine, da kann man eigentlich alles... Alles wiederholen immer. Ist halt für einen Quill-Verlag. Und ich glaube, der hat nur Talente später mal. Der glaube ich. Oder ein Stone. Irgendeinen Scheiß hat er auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr, warum man es. Ah, also ich wüsste jetzt nicht genau, warum man es macht. Oder dass die Bücher irgendwann mal was brauchen. Ich bin mir selbst unsicher. Aber wirklich unsicher. Ich habe keine Ahnung. Ich jetzt ist, was von dem es jetzt ist. Ich weiß, dass es auf jeden Fall später Masken von denen gibt. So. Und ich glaube, da gibt es sogar eine Maske, die sogar sehr sinnvoll ist. Warum habe ich den jetzt schon wieder collecten geschickt? Ich weiß auch nicht. Ich mag es nicht, wenn Pucks halt blöd rumstehen und halt nichts zu tun haben. So, hier. Schluck.
du kannst collecten gehen. Details. Den muss ich mal Handen schicken, aber meinen muss ich den auch schicken. Also von daher ist es egal. So. Zack. Und zack. Kippen mal beide um. Ist ja einfach liegen, weil bringt sowieso nichts. Ist nur Mist drin. So. Eine fette Vampirfledermaus noch. Und eine fette Fledermaus. Erledigt. Sprich mit Vern, dem Typen oben auf dem Vorsprung. Und dann bringt er nicht mal was mit. So. Wunderbar. Okay. So. Nee. Ja, es braucht eh kein Schwein. Danke. So. Aber das war's auch schon. Wieder. Ein bisschen haben wir geschafft. Ein bisschen. Nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet. Aber wir sind. Wir haben auch zwei Quests rein. Und halt alle Quests in der Questreihe, die dauern halt schon mal ihre Zeit. Deswegen, kein Stress. Das wird schon werden. Du gehst wieder trainieren. Sehen uns das nächste Mal wieder. Ich denke mal, hier können wir nochmal gut und gerne die Quest zeigen. Weil ich finde es ja ganz cool. Und lassen sich schön schnell machen. Deswegen werde ich euch dann wieder mitnehmen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Grand Fantasia. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.